Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Anno 1800 in der Dictators Cut Edition. Ja, es tut mir leid, den Witz musste ich einfach bringen, weil ich bin der liebe nette Diktator von nebenan, der Kim Jong Cobra. Für die Leute, die das Let's Play jetzt erst entdeckt haben, die jetzt erst eingeschaltet haben. Das ist die Stadt Ditchwater, die ich vielleicht irgendwann nochmal umbenenne. Und diese Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört, deswegen bin ich erst auf die Idee gekommen, ist so ungefähr die Standardmusik, die man bei mir gefühlt alle 3 Minuten immer hört, denn Streik. Die Frage ist, wo? Das müsste ich jetzt erstmal ausfindig machen, weil ich habe eben gerade erst geladen, das ist jetzt eine neue Aufnahmesession und dann geht's direkt los. Auf Freund Ditchwater. Ich würde mal gerade ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe, weil irgendwo muss ja irgendwas sein, weil das kann ja nicht sein, dass ich es... Ah. Ja, doch, ich glaube, da war was. Naja, auf jeden Fall heute mal nicht im Stream, denn ich nehme schon wieder zu vollkommen unnormalen Zeiten auf. Da würde ich auf den Deckel kriegen, wenn ich jetzt auf einmal einen Stream starten würde. Da würde ich auf den Deckel kriegen, noch und nöcher. Ergo heute mal in der normalen Standardvariante, in der langweiligen Aufnahmevariante. Ich habe aber dennoch ein paar Ziele gesetzt, die ich ganz gerne umsetzen würde. Und alle, die dann später im Stream dazuschalten, die fragen sich, was ist hier eigentlich los? So, Aufstand aktiv. Warum habe ich denn da keine Anzeige? Das wird mir nicht angezeigt hier gerade. Also die sind anscheinend alle bestreikt, aber ich sehe nicht, dass sie bestreikt sind. Aufstand aktiv. Schiff unter Beschuss. Aufstandsintensiv. Okay, warte mal kurz. Wir machen mal, sofern das geht, eine weitere Polizei. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Weswegen denn? Wegen den Piraten oder was? Ich suche noch jemanden, der das Deck schrubbt. Ja, tatsächlich wegen den Piraten. Warte mal, können wir doch mal mit dem Flaggschiff draufhauen, weil das habe ich hier unten noch stehen, warum auch immer. Aus Gründen. Naja, auf jeden Fall der Plan, jetzt wo hier gerade versöhnliche Töne sind. Der Plan für heute ist auf jeden Fall... Ja, leck mich doch am Arsch. Ist auf jeden Fall hier mal ein bisschen aufzuräumen. Was ich mich gerade frage ist, warum wird mir das hier nicht angezeigt? Die ganze Insel ist nicht mehr markiert. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es jetzt hier verbuggt ist. Weil hier wird halt auch nichts angezeigt. Hat sich verringert. Auf jeden Fall ist der Plan für heute Sind Sie gute Schwimmer? Wütend, okay. Der Plan tatsächlich, wie gesagt, für heute, meine Güte. Für diese Aufnahmesession. Ach, guck mal, da kommen die Markierungen wieder. Ist doch nicht verbuggt. Ist halt diese Insel hier Platz zu machen. Weil er meinte ja die ganze Zeit, er wäre etwas Besseres. Hat er ja auch eindrucksvoll ab und an mal gezeigt, hat er auch immer wieder mal angegriffen, hat er natürlich auf den Deckel gekriegt, so ist er nun nicht. Und das kann ich nicht dulden. Also das darf nicht geduldet werden. Ergo kriegt er halt es auf den Deckel. Und das möchte ich ganz gerne machen. Die alte Welt. Und dafür haben wir ja natürlich ein paar kleine Kriegsschiffe. Ich darf vorstellen, die CVS Tergats, die Admiral General Cobra, das ist das Vorzeigeschiff. Die CVS Campingstuhl und die CVS Jan Philipp. Eigentlich hätte ich sie noch zockt hinter. Egal. Oder CVS JPZ vielleicht? Aber gucken, das kläre ich mal im anderen Stream. Wir laden erstmal kurz das Messing ab, weil das brauche ich nicht. Wir haben keinen Platz mehr, ne? Ja. Es ist belastend. So, wie schaut es hier unten mit dem Streik aus? Ich sehe hier wird Polizeisatz Recht und Ordnung durch, hier wird bestreikt, aktiv, Aufstand. Wie geht's? Aber hier unten... Okay. Ich vermute mal, das war noch ein bisschen korrumpiert durch den Spielstand. Ich kann es mir nicht anders erklären. Auf jeden Fall, wir haben den Aufstand gleich hinter uns. Alter, die Partykolonne hier, guckt euch das mal an. Die Waffenruhe wurde beendet. Irgendwie erinnert das einen an... Keine Ahnung, an so einen Marsch oder wie? Weißt du, früher hatten alle Angst vor der SS. Ich habe jetzt Angst vor meinen eigenen Bürgern, die alle aufmarschieren.
Die Möbeltruppe. Deine eigenen Bürger, die für Hanf, nee, für Hopfen zuständig sind, machen dem Regierenden Angst. Dabei sollte das doch umgekehrt sein. Ach so, und übrigens, was mir auch empfohlen wurde, oder letztes Mal, was ich ja da durchgesetzt habe, das Pendlerkeil. Sie mir nicht mit Zweifeln. Es gibt zu viele davon. Wir haben jetzt im Prinzip die ganzen Bauern, das ganze Bauernvolk auf Goldfort umgelagert. Sprich, die pendeln jetzt die ganze Zeit von Goldfort nach Ditchwater. Dieses Bauernviertel wird Stück für Stück wird weichen müssen, weil ich dann hier halt entsprechend die Handwerker, Ingenieure und Arbeiter reinbringe. Ob die Arbeiter vielleicht irgendwann auch nochmal weichen müssen, weiß ich nicht. Erstmal, wie gesagt, für die Investoren und die Handwerker und dann nebensächlich noch die Arbeiter. Die Bauern sollen am besten, wenn es geht, ganz verschwinden aus der Hauptstadt. Und natürlich ist auch die Frage, ob wir bei der Hauptstadt überhaupt bleiben oder ob wir das eventuell dann mal umdisponieren, ob wir dann vielleicht eine neue Insel uns aneignen, eine etwas größere und da dann die Hauptinsel drauf bauen, also wo dann nur Stadt drauf ist. Weiß ich noch nicht. Wird sich noch zeigen. Ich befördere tatsächlich jetzt gerade erstmal meine... Wir können natürlich auch ein bisschen Geld machen, oder? Nee, der hat die Anteile noch nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt angreife, dann kriege ich die Anteile nicht. Könnten natürlich... Rein hypothetisch... Jetzt bin ich überlegen, mache ich erst seine... Ich mache erst, glaube ich, seine neue Weltplatte. Bevor wir das tun, möchte ich ganz gerne gucken, ob der hier unten noch Schiffe hat. Ansonsten macht das hier nämlich gar keinen Sinn, wenn ich meine großen Schiffe alle abziehe und der dann auf einmal mit dem Schlachtschiff ankommt. Nö. Scheint zu passen. So, und dann möchte ich vielleicht für später nochmal gucken, ob ich eventuell... Meine Devise ist halt, der kann von mir aus ganz gerne das Ganze einkaufen wieder. Kann die ganzen Plätze, die ganzen... Sachen, die ich der Königin hier verkauft habe. Die ganzen Einteiler für 399.000. Kann der die ganze Zeit gerne aufkaufen. Ist total egal. Was soll er machen? Hat er kein Geld danach. Und dann nehme ich es wieder ein und verkaufe es wieder an die Königin. Und das Schlimme ist halt, die macht den Scheiß auch noch mit. Aber ist nicht mein Problem. Ich bin nur der Nutznießer. So, wir brauchen Holz. Tatsächlich nur Holz. Das, denke ich mal, kriege ich irgendwie auf die Kette. Dann beladen wir dich mal. Dich auch, beladen wir auch mal. Und du bekommst Holz. So, dann mal die Admiral General Cooper, die... Wisst ihr was? Ich glaube, die fährt vor. Obwohl, nee, die belädt am besten. Das würde mehr Sinn machen, weil die hat schon das Messing drin, was ich eh nicht ablagern kann. Dann nimmt die mal hier Seife mit und die nimmt nochmal, was nimmt sie noch mit? Dampfmaschinen könnten wir verkaufen. Möchte ich aber nur ungerne. Auch Geschütze könnten wir auch verkaufen. Möchte ich aber auch nur ungerne. Peng, peng, peng. Dynamit. Ich glaube, wir machen Hochräder. Hochräder müssen eh weg. Auf geht it. So, habt ihr den Aufstand da unten jetzt endlich mal niedergeschlagen? Ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Sound die ganze Zeit. Da ist noch ein Aufstand. Ich sollte mir vielleicht auch generell mal Gedanken machen, ob ich hier eventuell ein Rathaus unterbringe und Items kaufe. Was die Items angeht, da kann ich mal hier gucken. Einkommen pro Haus. Aha, oha. Ob ich das jetzt machen möchte, das ist die Frage, aber... Man kann ja mal hinfahren, mal gucken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Auf geht es. Dann du belädst auch nochmal mit... Eine ihrer Fabriken. Weiß ich. Hier Mänteln. Mäntel und nochmal Dampfmaschinen, warum nicht? Und du verkaufst auch einmal. Die Flammen sind außer Kontrolle. So, Ditchwater. Das ist natürlich mitten im Industriegebiet passiert, ist ja klar. Mobilisieren. Jo, wir müssen mobilisieren, aber hallo, müssen wir mobilisieren. Sonst brennt mir die ganze Scheiße komplett ab. Haben wir hier noch eine Feuerwehr, die eingreift?
Scheint mir so, aber ich weiß nicht, wo die ist. Reicht? Die reicht bis da hinten? Okay, mobilisieren wir hier auch nochmal. Sofern die bis dahin kommen tut. Scheint nicht so. Nee, scheint nicht so. Obwohl, das Feuerwehrauto geht nach da hinten. Okay, doch. Die zweite wird auch noch mobilisiert. Sehr schön. Ja, dann haben wir das Industriegebiet direkt wieder gerettet. Kann das so gedruckt werden? Nein, das kann nicht so gedruckt werden. Anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie ach, guck mal, das haben sie... zu nennen. Das haben sie mittlerweile auch geändert wieder. Ich spiele jetzt auf einem neuen Patch im Prinzip. Seit der letzten Stream im Prinzip. Das ist ein neuer Patch mit... Mittlerweile ist auch dieses Anarchie-Update draußen. Oder DLC, wie das glaube ich ist. Müsste ich mir mal angucken, eventuell auch kaufen. Jetzt erstmal noch nicht. Aber man sieht schon, es wurde etwas dran getan. So, lektorieren, das geht natürlich nicht. Invasive Investition. Ein Rival hat Anteile erworben. Hat er das? Der Streik wurde beendet. Melonen ausverkauft. Die Melonenknappheit in La Isla ist höchst das geht aber auch nicht. Das ist eine wunderbare Idee. Mhm. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. So, 18.000 gibt's gerade. Holla die Waldfee, die Maxsche Propaganda funktioniert. Ach Leute, ein Artikel übers Glück. Ja, wir haben endlich wieder vernünftige Musik, das ist ja herrlich. So, und dann verkaufen wir nochmal. Was haben wir denn komplett voll hier? Guck mal hier, Stahlbeton. Scheiß auf Stahlbeton. So, und dann ist mir noch eine ganz, ganz wichtige Sache eingefallen. Was jetzt nicht unbedingt nach der Folge direkt, aber mit ein bisschen Abstand, als ich dann die Folge geschnitten habe und hochgeladen habe. Und das soll auch definitiv in dieser Folge hier noch erledigt werden. Flammen wurden gelöscht. Ein Gebäude hat es zerrissen. Gott richtet jene, die etwas zu verbergen haben. Ja. Und Gott schickt auch Sinnfluten über diejenigen, die einen doof ankacken, ne? Konkurrenten wird belagert. Das haben wir nämlich... Ich meine nämlich dieses eine Item mit dem Bankier, aber ich frage mich, wie ich das... Da, Bankier ungewöhnlich. Beeinflusst Wohngebäude. Plus 5 Zusatzeinkommen. Zusätzliche Zufriedenheit plus 5. Egal welches Gebäude oder... Ne, das ist einfach nur plus 5, ne? Hier ausgerüstet... Das hat gar nichts mit dem Bankhaus zu tun. Doch. Gewinnt zusätzliche Zufriedenheit durch das Bankhaus. Dann wäre das natürlich optimaler, wenn man das eventuell hier... Warte mal, wo haben wir das nächste? Da haben wir das noch das nächste. Wir sind fasziniert. Ich kann mal gerade gucken, ob ich eventuell eins rausschmeißen kann. Plus 2 Zusatzversorgung. Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Wirtschaft erfüllt ist, erhalten Kirche. Da das bei den Investoren eigentlich ziemlich scheißegal ist, machen wir mal das hier. Und die Bilanz geht erstmal dickfett nach oben. Wir machen gerade mal als Vergleich. So, machen wir mal hier das als Vergleich. Sind wir bei 18.000 und jetzt machen wir wieder den Bankier rein. Fängt sich das eventuell nachher erst? Ist auf jeden Fall gut stabil. Lassen wir mal drinne. Und dann mache ich hier unten Zufriedenheit plus 7. Na, möchte ich nicht, das möchte ich nicht machen. Aufstandsgefahr plus 20%. Eventuell, Moment. Obwohl, mit der Kirche ist auch egal. Das haben wir da unten schon. Man könnte das mit dem Zusatzeinkommen auch machen, aber lasse ich erstmal. Die Zufriedenheit ist mir wichtiger, ne? Liebe Bauern, ihr werdet eh bald von der Insel runter sein und dann ist hier alles happy. Dann ist die ganze Bevölkerung ist hier total happy. Die freuen sich dann alle nur noch. Was habe ich denn hier? Ach, hier handelsweise nur 5%. Ich verstehe. Da war was. Was ich alternativ da reinpacken wollte, weiß ich jetzt aber leider nicht mehr. Ich... Was mit der Sicht hatten wir? Ach, den Admiral, ne? Haben wir den noch irgendwo? Den Admiral? Ne, haben wir nicht. Dann verkaufen wir nochmal und dann bauen wir die Flotte nach unten und greifen an.
Das ist der Plan. Zement verkaufen auch nochmal. Ist auch gerade momentan ziemlich voll. Ich möchte das Lager ganz gerne leer haben. So. Dann hier einmal verkaufen. Dann können wir mal hier gerade gucken. Selbstreparatur plus 300%. Ist das ein Item, was man aktivieren muss? Hier ausgerüstet Schiffe. Nee. Das scheint mir ein ganz stationäres Item zu sein, was man einfach einsetzt. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, hier haben wir die aktive Heilung. Plus 7%. Ich würde dann eventuell tatsächlich hier den Kapitän da reinballern, oder? Den Schleppermatrosen, Entschuldigung. Trefferpunkte plus, nochmal plus 600%. Und Selbstreparatur plus 300%. Das ist ja mal mega geil. Also bei so einem großen Schlachtschiff. Und vor allen Dingen, der repariert dann auch schon direkt im Kampf. Das ist nicht verkehrt. Schaden so langsam minus... Ja, könnte man mal bei den anderen Schiffen machen. Hafenmeisterei. Beeinflusst alle Kontore. Hafenattraktivität 15%. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Köhlerei. Eisenhütten. Nee, das passt schon. Neue Befehle? So, dann einmal nach da unten beordern. Das ist die CWS Campingstuhl. Ja gut, die soll das natürlich nicht bekommen. Auf die Station! Das ist die CWS Tergats. Ich will diesen Matrosen, möchte ich dann ganz gerne den Lotsen, nee. War das der Lose? Nee, war der Matrose? Ist scheißegal. Fakt ist, der soll auf das Hauptschiff. Auf die General Cobra. Alles im Namen Ihrer Majestät. Auf den kleinen Schiffen bringt er mir wirklich relativ wenig. Da brauche ich den nicht. Reparaturradius plus 25, Reparaturgeschwindigkeit minus 10. Reparaturradius plus 30. Kann man mal machen. Könnte ich jetzt machen für den einen Zwischenposten. Ansonsten... Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Das Problem ist natürlich... Das Problem ist tatsächlich, dass ich bei der Admiral General Cobra schon relativ gute Items eigentlich habe. Sehen Sie? Ich fertige gerade einige Schnitzereien an. Nachtkreuzer bereit! Ja, eigentlich habe ich da nämlich schon alle guten Items. Von daher macht das nur bedingt Sinn, wenn ich ehrlich bin. Haben Sie ein reines Gewissen? Ich habe übrigens die Befürchtung, dass ich eventuell das Schiff mit dem Holz... Ja, okay, habe ich. War ja klar, ne? Ich habe das Holz direkt mitverkauft. Schlachtkurs steht! Wisst ihr was, dann fahrt ihr mal nach da unten. Trotzdem, dennoch... Scheiß der Hund drauf. Hi. Ich würde euch nicht komplett runterschicken, ich würde vielleicht zwei hier oben belassen. Nur als Backup, falls sie mal irgendwer anmucken möchte. Anmucken, auch gut. Aufmucken möchte, dann würde ich dann ganz gerne hier jemanden als Reserve haben. Weil die Überfahrt dauert halt dann doch ein bisschen. Das ist mir dann ein bisschen zu riskant. Flotte legt ab. Ach, guck mal hier, der Wind steht dann mal wieder in umgekehrte Richtung. Sprich, wir fahren schon wieder entgegengesetzt des Windes. Also jetzt gleich nach unten. Das ist scheiße. Das ist dezent richtig scheiße. Die etwas zu verbergen haben. Weißt du was? Die CWS Jan Philipp kriegt diesen Lotsen. Was haben wir hier noch? Schokoladenfabrik. Das ist 3. Unterhaltskosten minus 100, Arbeitskräfte plus 50, beeinflusst Investoren. Definiere Unterhaltskosten. Okay, nee, keine Ahnung. Ich bin etwas irritiert. Aufstandsgefahr minus 60%, minus 4. Nee. Dann lieber ein bisschen mehr Aufstände und dafür eine höhere Zufriedenheit. Da bin ich ganz ehrlich. Beeinflusst Marktplätze und Bankhäuser. Unterhaltskosten minus 25, Reichweite minus 10. Warum sollte ich ein... Das Bankhaus kostet ja jetzt nicht auch
Also, oder? Täuscht das? Wie viel kostet denn das Bankhaus im Unterhalt? Minus 900. Da möchte ich natürlich die 200 Knetsch einsparen. Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen vertraue? Das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Universitäten und Clubhaus. Die sind nicht wirklich gut, ne? Die ganzen Items hier. Die sind nicht wirklich gut. Hier beeinflusst Wohngebäude. Fellow. Für 10.000. Ist ein gewöhnliches Item, aber immerhin Einkommen plus 5%. Einkommen pro Haus. Plus 5. Für 10.000. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, oder? Also das ist kein fixer Wert, sondern ein prozentualer Wert. Und das müsste ich mal gerade ausprobieren. Gibt es hier noch irgendwelche Items, die wichtig sind? Schanadam-Schiffen. Ja, könnten wir jetzt auf die... Komm, das können wir auf die Segelschiffe mitnehmen. Warum auch nicht? Für 10.000, das ist ein Schnapper. Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Reichweite plus 15%, Attraktivität plus 7, beeinflusst Kirchen. Minus 20 Brandgefahr? Nee, nicht wirklich. Phonographenfabrik, Polizeirevier, Unterhaltskosten minus 100%. Eigentlich wäre das ja... eigentlich... Oh Gott, ich bin eigentlich so moralisch... Nee, oder? Wir bauen uns eine Sklaveninsel. Scheiß drauf. Scheiß drauf, die werden hier zugeschissen mit Polizeirevieren und dann kriegen die einmal ein Item rein und dann kosten die nichts. Ende Gelände. Was brauche ich denn? Ich weiß, ich komme in die Hölle dafür. Was brauchen die Kollegen denn für ein Rathaus? Kann ich mir sogar leisten? Aha, oha. Dann machen wir doch einfach das Rathaus hier schön mittig. Relativ mittig, versteht sich. Und packen dann direkt noch eine Polizeistation hinterher. Einfach nur, weil wir es können. Ich würde sagen, hier passt es ganz gut. Ich habe die Befürchtung, dass mir dann die Rohstoffe nicht mehr reichen. So. Einmal Polizeistation. Kommt hinterher. Moment. Ich hab's gewusst. Das reicht nicht. Ja, oh Wunder. Kampfdeck bereit machen. Einkommen pro Haus. Warte mal, dann machen wir erstmal den hier rüber. So, einmal ausgerüstet. Dann kann ich mir den richtigen Polizeistaat da oben aufbauen. Ist doch herrlich. Warum nicht? Und das für lau. Besser geht doch gar nicht. Ja, und dann muss ich nochmal ganz kurz ein bisschen Lehm holen. Ja, und dann können wir hier versklaven. Dann können wir hier versklaven. Dann würde ich das eine Item noch austauschen und dann geht es ab dafür. Ich nehme mir immer viel zu viel Zeit für die Vorbereitung. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ich sollte in der Regel sollte ich einfach losfahren und einen Fick drauf geben. Einfach machen. Ihr fahrt nach da unten. Ihr wart unbeladen, ne? Halbwegs. Kampfdeck bereit machen. Moment, wer hatte den Vertrag noch? Das war das eine Kriegsschiff, was hier ankommt, ne? Neue Befehle? Ich kann es halt auch nicht deaktivieren. Moment, warte mal, du holst mal gerade auf und gibst, wenn es geht, dieses eine Item weiter. Auf die CWS Camille. In die Takelage. Die ist mir schon dreimal abgeraucht. Die muss jetzt ein bisschen stärker gesichert werden. Schaden an Dampfschiffen plus 10%. Angriffsgeschwindigkeit plus 10%. Selbstreparatur plus 100. Das ist für so ein Standardschiff schon ganz gut. Ein bisschen Support für die kleine Kamille. So, und hopp, 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 hopp. Beeilt euch, wir wollen in der nächsten Folge direkt den Krieg haben. Da würde ich jetzt nicht 50.000 Jahre drauf warten müssen. Ja, und dann wäre generell so die Überlegung, ob wir eventuell mal ein Frachtschiff bauen, um diese ganze Geschichte mit der Handelsroute da unten zu managen. Also im Prinzip, Moment. Nee, die nicht. Die hier war das. Ach, hatte ich schon. Okay, hatte ich schon.
Die Frage ist natürlich, ob das funktionieren tut. Die Insel Rum und Kaffee. Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ja, das klappt ja, Knorke hier, du. Die Waffenruhe wurde beendet. Klappt ja. Das klappt ja, Bombe, du. Okay, das scheint anscheinend wirklich zu funktionieren. Die Frage ist halt, warum das mit einem... Mit einem Rum klappt das halt wirklich nicht. Ja, leck mich fett. Obwohl der hier karrenweise angeschaffelt wird. Aha. Weißt du was? Scheiß da rund drauf. Kann man mal machen. So, Rat aus plus 5%. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich was bringt. Dann machen wir den Bankier. Machen wir nämlich... Pass auf. Wo der Bedürfnis des Wirtschafts erfüllen. Hey, Moment. Bin ich blöd? Ich wollte den Bankier hier reinmachen. 11.000. Okay, das bringt schon was. Gucken, was wir hier noch haben. Zufriedenheit plus 8. Plus 18. Arbeitskräfte plus 15%. Aufstandsgefahr minus 30. Das ist natürlich genial. So, dann machen wir hier noch das eine rein und gucken nochmal gerade auf die Bilanz. 11.000,3. 0,3. Ja, hat sich gelohnt. Zwar nur ein bisschen, aber hat sich gelohnt. Ja, dann können wir vielleicht nochmal gerade nach den restlichen Items gucken. Ich nehme natürlich noch ein paar Ressourcen mit, ist klar. Was brauchen wir denn da drüben? Wir brauchen eventuell da drüben auf jeden Fall Ziegelsteine. Ist angebracht. Dann nehmen wir nochmal Glasscheiben mit und dann nehmen wir nochmal Stahlbeton mit. Warum nicht? Was ich auf der anderen Insel hab, das ist da erstmal gut aufgehoben. Ich frage es halt, was ich dann noch bauen werde. Ich werde erstmal meine ganzen Bauern verlagern, das ist Punkt 1 und was danach kommt, keine Ahnung. Fakt ist, das wird meine Sklaveninsel. Es tut mir jetzt schon leid um die Bevölkerung da. Die bekommen eine Polizeistation nach der anderen um die Ecke geknallt, aber sind sie selber dran schuld, weil die haben jetzt in letzter Zeit schon sehr oft protestiert, was ich nicht ganz gut finde. Man könnte meinen, du wärst gar kein Royalist. Habe ich gesagt, dass ich ein Royalist bin, Madame? Habe ich das irgendwann mal gesagt? Ich bin der Diktator. Ich nehme die Königin nur, um unfassbar viel Geld zu bekommen. Für nichts anderes. Das hört sich übrigens falsch an. Im Prinzip hab ich mit der Königin so eine Art Zuhälterverhältnis, nur ein sehr, sehr komisches. Ja, und der Marktplatz ist natürlich elendig weit weg, das bringt natürlich gar nichts. Dann muss ich mal hier neuen bauen. Ja, müssen wir. Dann mache ich mal den hier. Eventuell hätte ich die ganze Geschichte auch auf eine andere Insel lagern können. Zum Beispiel haben wir hier unten ja noch eine. Die hätte potenziell auch die Möglichkeit gehabt, weil hier ist im Prinzip nur... Ja, was ist denn da? Fleisch und Paprika. Das ist in der Regel ist das relativ wenig. Da habe ich auf der Insel hier schon deutlich mehr Industrie, die versorgt werden muss. Und die auch Platz braucht. Hier in dem Falle dann die Pelze. Naja. Ich beobachte das mal. Eventuell kann ich dann noch auf der anderen Insel auch noch eine kleine Bauerninsel aufbauen. Aber das wird jetzt erstmal hier für die nächsten paar, ich wollte sagen Wochen, aber ich weiß ja nicht, wie die Zeitrechnung hier funktioniert. Für die nächsten paar Folgen wird es auf jeden Fall hier meine Hauptinsel sein, wo die Bauern untergebracht sind. Der dumme Plebs. So. Ja, dann haben wir das verbunden. War jetzt nicht nötig, aber machen wir mal. Neue Befehle? Dann die Sachen hier rüber. Zack, zack. Habe ich jetzt eigentlich an das Holz gedacht? Ja, ich habe ans Holz gedacht. Puh. Ja, und das dauert natürlich Ewigkeiten, weil wir jetzt entgegengesetzt vom Wind fahren. Wer hätte das nur für möglich gehalten? Auf jeden Fall haben wir 240 Bauern im Überfluss. Das reicht. Das geht.
Ich würde jetzt ganz gerne noch die Items, die mir noch übrig geblieben sind, eventuell hier einlagern. Warum halt auch nicht, ne? Ich glaube, ich verlagere das Lager... Das Lagerhaus, sage ich schon. Ich glaube, ich verlagere das Rathaus nach da drüben. Die Menschen lassen sie hochleben. Wo denn? In kein Wacker. Ich glaube, das Dorf da hinten habe ich komplett unterschätzt. Die sind loyaler, als ich dachte. Und übrigens, wenn wir dann in der neuen Welt den Kollegen platt gemacht haben, dann würde ich auch die... Würde ich auch die Dingens machen. Ich wollte gerade sagen, würden wir auch die Parade machen. Können wir auch die Expedition machen für die Kampagne. Eine Krankheit, da habe ich noch ein bisschen aufgeschoben. Ist ausgebrochen.